Assalamu alaikum, meine Brüder und Schwestern im Islam. Mein Name ist Bilal. Ich bin Kurde aus Frankfurt und ich erzähle euch jetzt unsere Geschichte. Und sie fängt so an, wir waren damals sehr, sehr kranke Menschen und haben keine Ahnung von Islam gehabt. Islam war für uns kein Schwein essen, Ramadan machen, aber mit Depressionen, weil sonst die anderen Leute sehen, oh, du fasst es nicht. Und es war halt Augendienerei. Und das war für uns Islam, wir hatten keine Ahnung. Und ich selber bin geborener Sunnite, aber ich konnte nicht meine Shahada. Mit 19 ist es so weit gekommen, dass ich ins Gefängnis gekommen bin. Für 2,5 Jahre war der Urteil erstmal. Wegen versuchter Totschlag, mehrere Raubüberfälle auf Postbanken und Spielotheken. Und daraufhin, zur damaligen Zeit, habe ich 121 Kilo gewogen. Und ich bin dann ins Gefängnis gekommen, wo ich aufgewachsen bin, in einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt am Main, in Sossenheim, sind wir aufgewachsen. Wir kannten das nicht anders. Für uns war es, der Älteste ist der Beste von allen und den haben wir als Vorbild genommen. Wir haben keine Ahnung vom Islam gehabt. Wir waren unwissend, wir waren dumm und jung. Dann bin ich ins Gefängnis gekommen. Als allererstes saß ich in U-Haft, habe ich Bruder Abdel Samed kennengelernt, der früher noch Samed hieß. Und da habe ich ihn kennengelernt, er kommt aus dem Stadtteil Gallus, mit denen wir befeindet waren und die wir auch gehasst haben. Wir als Sossenheimer haben die Galluser gehasst, ist bis heute noch leider so. Und dann, Alhamdulillah, Abdel Samed kam nach, ich glaube, knapp einem Jahr raus. Und dann kam sein Freund rein, ein anderer Bruder, den habe ich dann kennengelernt. Wir haben auch 1,5 Jahre zusammen verbracht, bis ich in Erwachsenenvollzug verlegt wurde. Und der Erwachsenenvollzug ist dann eine Sache passiert. Halt, ich war auch damals sehr aggressiv und mir waren die Gesetze egal. Ich hatte vor niemandem Angst und war auch respektlos zu jedem. Ich kam ins Gefängnis, ich kam ins Bunker wegen einer Schlägerei mit einem Mithäftling. Da war der Beamte, der mich gefragt hat, du darfst nur 2 Bücher haben für die Zelle, für den Bunker. Die haben mich halbnackt ausgezogen und mich reingetan. Ich habe gesagt, okay. Welche Bücher sind das? Also Koran und Bibel. Ich sage, okay, warum darf ich keine anderen? Er sagt, du musst ein bisschen nachdenken, deswegen nur diese Bücher. Ich habe gesagt, okay, weil ich dachte, Koran ist Arabisch. Ich habe gesagt, gib mir die Bibel. Ich habe die Bibel bekommen, habe sie gelesen. Ich war total verwirrt. Ach, es war alles vorne und hinten, hat nicht gepasst. Habe ich gesagt, okay, habe ich auf den Notruf gedrückt. Ich habe gesagt, ich kann das Buch nicht lesen, da steht, Gott bereut es. Ich kann Gott etwas bereuen. Hier, nehmen Sie das wieder. Und dann hat er es genommen und gesagt, ja, haben Sie aber nichts anderes auf Deutsch? Er sagt, doch, den Koran. Ich sage, ehrlich, auf Deutsch. Ich habe ihn genommen, aufgemacht und ich wusste damals, ich kannte nicht meine Shahada, ich war zwar Sunnite, ich konnte nicht das Gebet. Ich lese Al-Fatiha und fange an zu weinen. Und ich wusste nicht, dass Al-Fatiha sogar das wichtigste Gebet, Sure im Gebet ist. Ich wusste das, ich war im Namen Allahs des Alabamas, es war ein Buch von Max Henning Übersetzung. Ich fange an zu weinen, weil mein Herz wurde dadurch leer. Alles, was ich mir immer gewünscht habe, die Rechtleitung, dass Allah mich den richtigen Weg leitet, dass Allah, der Alabama, der Barmherzige, der Herrscher am Tage des Gerichtes ist, alles, was auf mein Herz lag und was ich immer mir dachte, stand in der Sure drin und was immer mein Herz aussprechen wollte, aber nicht die Wörter fand, saß in dieser Sure. Und ich habe angefangen, wie ein kleiner Junge zu weinen. Hab direkt versucht, irgendwie Voodoo zu machen, Allahu Alam, wie ich das damals geschafft habe. Und ich habe in irgendeine Richtung gebetet, ich wusste nichts, aber ich wollte beten, mich Allah niederwerfen. Und ich wusste, das ist die Wahrheit. Und dann habe ich angefangen, mir Wissen zu sammeln, in einem Jahr nochmal. Ich habe durch ein anderes Verfahren habe ich noch einen Nachschlag bekommen, so dass ich am Ende so knapp 3 Jahre, 3 Monate saß. Angefangen, mir Wissen zu sammeln und im offenen Vollzug, weil Allah es wollte und ich habe Dua gemacht. Allah hat mich im Gefängnis 44 Kilo in 5,5 Monaten abnehmen lassen. Nur durch Joggen und die Leute haben schon Gänsehaut bekommen. Ich habe Dua gemacht, Allah lass mich abnehmen, Allah hat mir gegeben. Ich sage, Allah lass mich raus, Allah hat mich in offenen Vollzug. Ich sage, Allah nimm mir meine Krankheiten, diese Frauensucht und etc. Allah hat es mir genommen und mir eine sehr, sehr gute Frau gegeben, die ich heute, Alhamdulillah, geheiratet habe und sehr liebe. Und egal, was ich gemacht habe, Allah hat es mir gegeben. Und weil ich dachte, was Allah mir gegeben hat, versuche ich irgendwie, es den Menschen zu geben, dass sie sehen, du brauchst kein Genie oder ein Lottoschein, du brauchst Allahu Ta'ala. Was passiert? Alhamdulillah, ich habe mich von all meinen Freunden entfernt in der Siedlung. Mein bester Freund war damals ich möchte seinen Namen nicht nennen, aber möge Allah
ihn recht leiten. Und Bruder macht Musik leider, ist leider sehr erfolgreich, aber möge Allah ihn recht leiten, inshallah. Ich liebe ihn sehr, aber... Erfolgreich im Islam. Meine Brüder sind die, die erfolgreich im Gebet und im Islam sind. Was ist passiert? Ich hatte keine Freunde mehr. Ich hab Allah Ta'ala gebeten, gib mir Freunde, Allah Ta'ala. Ich habe keine Freunde, mit wem soll ich sein? Was hat Allah Ta'ala gemacht? Er hat meine Freunde, die mit mir im Gefängnis saßen, recht geleitet. Und dann komme ich raus, 3 Monate später wurde Abdel Samed recht geleitet, subhanallah. Und seine ganze Siedlung, die damals mit uns befeindet waren, ein Stadtteil in Galluspark, wurden auch recht geleitet. Das sind knapp 30, 40 Mann, die alle, subhanallah, bis auf 2, 3 recht geleitet wurden. Sie beten alle heute 5 Mal. Und sie waren auch, genauso wie wir, kaputt im Kopf. Und subhanallah, Allahu Ta'ala, der Barmherzige, hat mir Freunde geschenkt. Und nicht einen, hat mir meine Alten gegeben, aber nur mit Dien, mit Rechtleitung. Und jetzt erzähl mal deine Geschichte, inshallah, wie du zum Islam kommst. Assalamu alaikum. Also bei mir war das so eine Sache, ich war als erstes Schiite und dann Sunnite, Schiite, Problem und dies und das. Dann habe ich irgendwie die Religion nicht mehr so ernst genommen und so. Habe ich gemacht, was ich wollte. Geld, vor allem Geld. Ich wollte einfach nur viel Geld haben. Weil ich wusste, dieses, wenn du Geld hast, regierst du die Welt. Wenn du Geld hast, hast du alles. Das war so bei mir im Kopf und es ging nur um Geld. Da habe ich, so man kann sagen, ich war so ein Profi-Einbrecher. So immer nur, es ging halt um Geld, Frauen und andere Sachen noch. Ja, und dann irgendwann habe ich so viel Geld gehabt, also was heißt so viel, also habe ich Geld gehabt, dass ich mir das holen konnte, so was ich will, so. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das hat gar keinen Sinn, so irgendwie. So irgendwie, es hat was gefehlt, ich hatte schöne Freundin trotzdem. Ja, halt, etwas hat gefehlt. Ja, und dann habe ich das Buch Koran mal auf Deutsch gelesen, weil ich habe mir immer früher gedacht, Koran, da steht etwas über unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam drin und sonst noch so mäßig so Fabeln von der früheren, so mäßig so ja, und dann bis ich das gelesen habe mit den ganzen Propheten, das dann irgendwie wurde mir bewusst, dass alles so dass alles echt ist, was drin steht. Ja, und Alhamdulillah, jetzt bin ich auf dem geraden Weg. Versuche ich halt den richtigen Weg zu gehen. Versuche nicht viele Sünden zu machen. Versuche zu beten. Inshallah werde ich noch besser im Dien. Werden wir alle noch besser. Weil jeder Mensch macht Sünden. Der Beste ist, der bereut und der zu Allah zurückkehrt. Seit wann praktizierst du das denn? Ich praktiziere so seit 6 Monaten oder so. Mhm. Seit 6, 7 Monaten so. Mhm. Ja, und. Und was hat euch verleiht, einen Infostand für Koran zu machen? Also, das kam erstmal von Bruder Bilal, der hat die Idee gehabt. Mhm. Und am Anfang, so, wo das noch so neu begonnen hat, war ich noch nicht so. Ich wollte das für Allah machen halt so. Ich war noch nicht richtig. Ich war da noch, glaube ich, noch so. So. Und? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Mein Name ist Abdurrahim. Ich bin aus dem Gallusviertel, Galluspark, Frankfurt. Ich bin ein sehr, sehr guter Freund von Abd Samad. Wir sind zusammen aufgewachsen, haben alles sehr, sehr viel zusammen durchgemacht. In der Jahiliya-Zeit auch sehr viel. Also wir haben alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Und noch schlimmer, Allahu a'lam. Ich will nicht genau ins Detail reingehen, darüber mag ich nicht zu reden. Aber wie es kam, dass ich rechtgeleitet wurde, eigentlich bin ich schon immer Muslim. Ich bin als Muslim geboren, meine Eltern sind Muslime, auch sehr, sehr stark im Islam, Alhamdulillah, mein Bruder, meine Familie eigentlich allgemein. Aber ich bin mit den Jungs in Gallus irgendwie rausgerutscht vom Islam. Und mir ging es eigentlich nur ums Geld. Geld, 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 Geld. Ich habe das Geld geliebt. Allahu a'lam, mehr als mich selbst habe ich Geld geliebt.
Ich habe alles gemacht, um an Geld ranzukommen. Und ich hatte auch Geld, Alhamdulillah. Genug Geld. Aber immer, wenn ich schlafen gegangen bin, war diese Unzufriedenheit in mir. Ich geschlafen, ich konnte nicht richtig schlafen. Ach dies, ach das. Immer Probleme, Stress, Hektik, egal was. Diese Unzufriedenheit war immer in mir drin, Allahu Alam. Warum? Dann, alle Brüder kamen ins Gefängnis rein. Außer ich, Alhamdulillah, ich kam noch nicht ins Gefängnis rein. Inshallah, so komme ich nicht rein. Und dann habe ich mir gedacht, Subhanallah, guck mal, Allah schützt mich. So viel, wie ich gemacht habe, trotzdem bin ich noch nicht drin. Und ich habe immer im Hintergedanken gehabt, dass Allah gibt. Ich wusste, dass Allah gibt. Und ich habe auch die Shahada gemacht. Und ich war auch immer an der Freitagspredigt oder Freitagsgebet, bin ich in die Moschee gegangen. Aber wiederum, das Geld hat mich wieder davon ferngehalten, also der Shaitan. Und dann, als die Brüder konvertiert sind oder angefangen haben zu praktizieren, bin ich mit aufgewacht, Alhamdulillah. Und die anderen Brüder auch. Und Alhamdulillah, dann sind wir alle zusammen aufgewacht, haben angefangen zu beten, haben miteinander und mit den anderen Brüdern, wir sind über 30 Jungs in Gallus, zusammen, wir haben uns zusammengerissen, haben versucht, Gruppen zu machen, also eine Gruppe zu machen, machen die Infostände zusammen. Und sind ferngekommen von dem Schlechten und von dem, was wir alles gemacht haben. Und was soll ich sagen? Ein Appell noch, zwei Appelle noch von mir. Guck mal, Brüder, ob in Berlin, Hamburg, Bremen, Frankfurt, egal wo ihr herkommt. Bruder, subhanallah, dieses Kanakenleben haben wir auch geführt. Aber, merkt ihr, Kanaken sind Muslime, achi, aber sie sind sehr unwissend. Und sie sind arm in Wissen. Und es ist schade, guck mal. Wir haben so viele Sachen gemacht, Achi, mein Bruder. Wir haben so viel Geld gehabt, wir waren die Schlimmsten der Schlimmsten, Achi. So, dass die Kriminellen Angst vor uns hatten, Achi. So schlimm waren wir, Achi. Aber egal wie viel Geld wir hatten, wie Bruder Abdelsamid gesagt hat, egal wie viele Frauen wir hatten, egal was für Autos gefahren sind, egal was wir Respekt bekommen, was die Respekt wir bekommen haben, und es war kein Respekt, das war Respekt aus Angst, Achi. Sie haben uns nicht als Menschen Respekt, sie haben nur Angst gehabt. Achi, egal was wir von denen allen hatten, Achi, wir waren trotzdem innerlich unzufrieden, Depression, Achi, so. So sind wir rumgelaufen, Achi. Und erst heute, ich bete jetzt seit einem Jahr, bin ich praktizierender Muslim, Alhamdulillah. Wallahi, Bruder, hau mich Steine gegen den Kopf, ich sag Alhamdulillah. Bruder, du bist so unzufrieden, du bist so zufrieden mit deinem Leben, das ist abnormal. Ich würde euch gerne jetzt erklären, wie es ist. Aber es ist schwer, den Imam zu erklären. Wenn du ihn einmal geschmeckt hast, Achi, du willst sie nicht mehr loslassen. Achi, gib mir 10.000 Euro. Ich sag, nein, ich will sie nicht. Um das zu tauschen. Achi, meine ganze Vergangenheit. Kannst du alles in eine Tüte tun und sagen, hier, gib mir eine Minute dieses Gefühl, was du hast. Ach, ich würde es nicht tauschen. Für diese Minute würde ich es nicht hergeben. Ach, subhanallah, weißt du, wie schön es ist, Allah zu dienen. Ach, es sind 20 Minuten am Tag. Ach, 2,5 Stunden sind alle Gebete der Woche von 168 Stunden. Ach, das ist auch eine Barmherzigkeit Allahs. Verstehst du? Und Allah schenkt dir 168 Stunden, aber er will nur 2,5 Stunden. Ach, 2,5 Stunden ist ein Witz. Es ist dein Herrscher und du kriegst für Ewigkeit das Paradies. Für Ewigkeit, guck mal. Der Faktor, was für eine Barmherzigkeit. Und Allah sagt in der Surat Al-Hen, Vers 124, habe ich vom Bruder Ibrahim. Und dem, der sich meine Ermahnung abwendet, wird ein Leben in Drangsal beschieden sein. Das heißt, ach, wer nicht betet, wer nicht nach der Koran folgt, der Koran wurde uns als Ermahnung offenbart, ach, wird nie in seinem Leben zufrieden sein. Und meine Frau selber, ach, erst wo sie verheiratet ist mit mir und angefangen zu praktizieren, sie ist sowas von glücklich. Und davor haben die Leute zu ihr gesagt, heirate ihn nicht, er ist radikaler. Ich hab noch nicht mal ein Bad. Ich hab noch nicht mal ein Bad, weil ich 5-mal am Tag gebetet habe, ui, ist ein radikaler Achi. Und meine Frau läuft heute mit Stolz und sagt, ich bin eine sehr, sehr glückliche Frau. Ich bin eine sehr, sehr glückliche Frau, weil ich Dien bekommen habe und weil ich praktizieren darf. Und guck mal, Brüder, guckt euch. Ich kenne damals zur Jahiliyyah-Zeit viele Kriminelle, viele reiche Leute auch. Achi, egal wie viel Geld sie hatten. Achi, da gab es Leute, die haben Millionen gehabt. Es waren Kinder von Millionären. Die haben die krassesten Autos gehabt. Achi, wir waren neidisch natürlich auf sie. Achi,
Sie haben Depressionen ohne Ende gehabt. So, dass sie Drogen genommen haben. Drogensüchtige, ach, Drogensüchtige, verstehst du? Bruder, du bist mein Bruder im Islam. Bitte komm, inshallah, auf unsere Seite. Und noch ein Appell, Bruder. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin Kurde, Bruder. Und ich sehe, wie viele Geschwister daran kaputt gehen, dieses Nationalismus. Bruder, was für ein Kurdistan, was für ein Türkei. Ach, wir müssen Hand in Hand zusammenlaufen. Es kann doch nicht sein, Bruder, dass irgendwelche Leute, ach, uns auf uns herabschauen und wir bekämpfen uns, wir machen uns fertig. Achi, hör auf mit dies hier und mit das hier. Achi, das gibt's nicht. Wir sind eine Umma. Wir sind die Gemeinde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komm zurück zum Islam. Hör auf mit diesem Nationalismus. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, halt dich fern von einem Nationalisten, denn er stinkt. Er ist so mit Shaitan, achi. Wann wachst du auf, Bruder? Oh, ich liebe euch alle für Allah. Ich liebe jeden, der sich niederwirft, der Sujud macht. Achi, ich liebe ihn. Guck mal, der Bruder ist Türke und es gibt keine Probleme. Der Bruder ist Marokkaner. Wir haben jede Nationalität unter uns. Und wir lieben uns für Allah. Und wallahi, du wirst nie ein Vorurteil gegen dich finden. Achi, du wirst so behandelt wie dein eigener Bruder. Und ich bitte euch vom Herzen. Weil im Endeffekt, achi, ihr zieht das Jackpot. Ihr zieht das los. Kommt zu Allah zurück. Inshallah. Ein Geschenk. Fangt klein an mit einmal am Tag beten, achi, Schritt für Schritt. Wie damals im Fitnessstudio. Wir haben auch nicht 150 auf einmal gedrückt. Wir haben mit 60, wenn überhaupt, mit 60. Mit 40, 50, 60, steige es dich nach oben. So ist es auch im Islam. Fang an, Videos anzugucken. Fang an, mit einmal am Tag beten, achi. Und so, inshallah, achi, vielleicht bist du der nächste Kalif, achi. Vielleicht bist du der nächste, der zu mir sagt, hier, Bruder. Inshallah. Mach die Mülltonne. Verstehst du, Bruder? Inshallah, komm zu Allah ta'ala zurück. Ich liebe euch alle. Und inshallah, ich habe keinen von euch verletzt. Und ich liebe euch alle. Und ich liebe mein Volk. Ich liebe das türkische Volk. Ich liebe jedes Volk, achi. Das La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah im Herzen. Ich liebe euch. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam.